60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit Andreas Reinhardt. Was machst du, Andreas? Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Frisch Gefischt. Das hört sich sehr cool an. Was macht ihr mit Frisch Gefischt? Wir, in der Nutshell, wir verkürzen und digitalisieren die Lieferkette für Fisch und Meeresfrüchte. Das heißt, verkauft ihr dann auch selber Fisch? Tatsächlich, ja. Also wir haben angefangen damit, dass wir die Gastronomie in Hamburg und Hamburger Großraum mit Fisch wieder direkt von der Küste beliefert haben. Das war unsere Geburtsstunde, dass wir wirklich zu den Fischern in den Hafen gefahren sind und am selben Tag den Fisch, der da rausgezogen wurde, in die Gastronomie gebracht haben und so mal wieder wirklich frischen Fisch nach Hamburg gebracht haben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das ist eine ganz witzige Geschichte. Wir witzigerweise mein Gründer, Mitgründer und ich, Lars, wir sind beide nicht aus Hamburg, wir sind beide aus Süddeutschland. Deswegen, mein Urgroßvater war tatsächlich Fischer, aber das ist schon ein bisschen mehr was her. Aber tatsächlich hatten wir immer schon eine große Passion für Fisch und oder für Lebensmittel an sich, sage ich mal. Und bei Lars ist es tatsächlich so, dass er dann auch eigentlich, seitdem er laufen konnte, angeln war und dann irgendwie auf dem Thunfischlongliner mal einige Monate war und so weiter und dann so relativ viel Fisch kennengelernt hat und dann für einen ganz anderen Job noch als Angestellter nach Hamburg kam und dann gemerkt hat, hey, hier gibt's irgendwie nicht so diesen Fisch, den er sich eigentlich vorgestellt hat und er weiß auch gar nicht, wo dieser Fisch überhaupt herkommt, den er hier bekommt. Und mit dieser Beobachtung ist er dann so auf mich zugekommen. Wir kennen das aus Schulzeiten, haben zusammen mal Skifreizeiten zusammen organisiert, also Jugendfreizeiten. Und kam auf mich zu und gemeint, hey, irgendwie diese Wertschöpfungskette, die Lieferkette für Fisch ist irgendwie, die ist irgendwie hinüber. Da müssen wir was ändern. Das muss auch irgendwie besser gehen. Wir sind so nah an der Küste, das muss man doch irgendwie besser hinkriegen. Und dann haben wir da tiefer reingeschaut und haben halt verstanden, wo die Probleme liegen in der Lieferkette und haben gesagt, das können wir besser. Und das können wir vor allem transparenter und das können wir digitaler und das können wir schneller. Sehr cool. Und wie seid ihr dann dazu gekommen, da ein eigenes Unternehmen draus zu gründen? Naja, aber wir es mussten. Also ich glaube, jetzt in einen der etablierten Player reinzugehen und das umzukrempeln, das ist so einen großen Kahn dazu ändern, das ist schwierig. Und man wird ja, glaube ich, schnell sich die Zähne ausbeißen an etablierten Verfahren. Das Motto haben wir schon immer so gemacht. Warum sollen wir das für was ändern? Das herrschte einfach vor. Und deswegen war klar, wir müssen das irgendwie von Grund auf neu denken und auch neu machen. Und haben dann sozusagen auch genauso gestartet. Wir haben unser Gründungskapital, also andere hatten eine Garage, wir hatten keine Garage, aber wir hatten einen Transporter. Und das war unser Start. Wir haben unser Startkapital in einen Kühltransporter gesteckt und sind einfach mal losgefahren und haben uns Fische angelacht. Und wart ihr zu der Zeit angestellt? Ja. Und wie habt ihr das dann am Anfang nebenbei gemacht? Ja, also Lars konnte bei sich ein bisschen reduzieren, die Arbeitszeit. Bei mir war der Vorteil, ich war nochmal, nachdem ich ein paar Jahre angestellt war, nochmal für eine Promotion zurück an die Uni gegangen. Und war da von meinem ehemaligen Arbeitgeber freigestellt für. Und wie es so ist, wenn man an der Uni ist, hat man wieder ein bisschen Zeit, rechts und links zu gucken und hat ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum in seiner Zeit. Und die habe ich dann auch genutzt dafür. Und dann konnte ich neben der DIS dann eben auch ab und zu mal Fisch ausfahren. Und dann, wann kam dann der Schritt von, wir machen das jetzt Vollzeit und das funktioniert auch? Ja, also wir haben die ersten Testläufe 2019 gemacht tatsächlich. Und dann haben wir uns zu Ende 2020 dann entschieden, unsere Jobs zu kündigen und dann seit 2021 eben das Vollzeit zu machen. Also richtig schön in die Corona-Zeit mitten hinein. Krass. Und habt ihr dann, also hattet ihr schon die Sicherheit von, das kann eigentlich was werden? Hattet ihr von dem, was ihr nebenbei gemacht habt, schon so viele Learnings, dass ihr sagt, so, das glauben wir, dass das funktioniert? Genau. Also das hat uns sozusagen die Supply- und Demand-Seite gezeigt, dass in beiden Musik drin. Es war für uns auch extrem wichtige Learnings. Wir dachten am Anfang, wir fangen direkt an mit dem B2C, mit dem Endverbraucher im Geschäft und gehen da richtig rein. Und dann haben wir halt verstanden, okay, wie gesagt, neu für uns die Industrie, aber wir haben dann verstanden, okay, letzte Meile, Kühlkette und so weiter. Für so kleine Mengen, das wird alles schwierig. Und da haben wir durch diese Testläufe manchmal eben schnell gemerkt, okay, Gastronomie ist das, worauf wir uns fokussieren sollten. Und einfach größere Mengen, die können mit ganzen Fischen umgehen und so weiter. Und das können wir auf Strecke ausliefern. Deswegen war das enorm wichtig. Und die Signale, die wir dann bekommen haben, sowohl von Fischer und Fischerinnen, die uns sozusagen dann Ware zugesichert haben, aber auch vor allem Gastronominnen, die da draußen waren und richtig Bock hatten auf geile Ware, hat uns einfach gezeigt, ja, da kann was funktionieren. Mega cool. Und wie ging es dann weiter? Nachdem wir gesagt haben, wir hängen unsere Jobs an den Nagel und gehen jetzt rein. Dann haben wir uns erstmal die ersten Mitarbeiter gesucht und natürlich auf einmal die erste Finanzierungsquelle. Wir hatten dann einen Business Angel, der eingestiegen ist und vor allem ein Accelerator-Programm auch in Hamburg hier, den NCA, Next Commerce Accelerator, sind wir reingekommen, haben uns beworben, sind reingekommen und die waren dann die ersten, die uns supportet haben mit ein bisschen Geld, aber vor allem auch Know-how und Unterstützung. Und dann haben wir erstmal nahezu gebootstrapped, sage ich mal, angefangen mit einem relativ schmalen Kapitaldeckel. Wie gesagt, das meiste ging in den Kühltransporter. Und konnten dann aber immer mehr so unser Produktreife eigentlich herausstellen und unseren
Market Access und unseren Pilot sozusagen beweisen und damit dann auch weitere Investoren gewinnen und dann auch weitere Angel, aber auch institutionelle Investoren mit reinbekommen und dieses Geld dann auch nutzen, um die Firma zu wachsen und ja, letzten Endes auch uns dann Flächen anzumieten, Mitarbeiter einzustellen und so weiter. Wie groß seid ihr jetzt? Wir sind jetzt 23 Headcount, ja, und genau, mittlerweile in auch ja, sowohl in Hamburg als auch in Berlin mit Leuten vertreten. Ja. Sehr cool. Und wann habt ihr gegründet? 2019. 2019, also innerhalb von 3 Jahren auf 23 Leute, 2 Standorte. Ja. 2024 sind wir schon. Ja. Okay, krass. Und ihr kommt aber beide, habt ihr einen Gastro-Hintergrund oder Lebensmittel-Hintergrund? Die Liebe für die Gastro, also für gutes Essen und gute Produkte und Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Wir haben aber beide was ganz anderes gemacht. Also mein Mitgründer Lars hat Erziehungswissenschaft studiert und war dann im NGO-Kontext, hat dort gearbeitet im Fundraising. Ich selber habe mal Politikwissenschaft studiert und war dann eigentlich in Unternehmensberatung und habe mit Großkonzernen an Nachhaltigkeitskonzepten gearbeitet. Also ganz andere Bereiche. Aber sozusagen sein Fisch-Know-how, und seine Expertise gepaart, glaube ich, auch ein bisschen mit meiner, ich sag mal, großen Interesse an Nachhaltigkeit und auch ein bisschen Wirtschaftsverständnis und unsere gemeinsame Liebe für gute Produkte hat uns da. Aber krass, ihr geht dann einfach so, okay, das ist so gefühlt, da ist irgendwas kaputt, ja, und wir müssen jetzt in diese Industrie eigentlich rein, um das zu ändern und auch nicht jetzt quasi die ganz klassische Ausbildung dafür, um das eigentlich zu tun und dann mit ein bisschen wahrscheinlich auch Naivität rein. War das hilfreich oder? Das war hilfreich und problematisch zugleich. Also es gab Momente, wo das total gut war, weil wir einfach Sachen hinterfragt haben. Also dieses Ganze so, ja, muss denn Fisch irgendwie tagelang durch Europa reisen? Und das wissen die meisten nicht, weil wirklich den meisten Fisch, den wir sozusagen hier kaufen, der ist mindestens eine Woche schon seit Fang alt. Und warum muss das eigentlich so sein? Die Küste ist so nah. Das war wirklich kritisch zu hinterfragen. Das machen die etablierten Player nicht. Und dafür ist es total wichtig, dass man auch mit einem neuen Mindset da reingeht. Aber wir haben natürlich auch sehr viel Lehrgeld an verschiedenen Stellen bezahlt. Also wir haben am Anfang angefangen, dann immer vormittags einen Fisch abzuholen an der Küste und dann am späten Nachmittag auszuliefern in die Gastro. Und dann kamen wir irgendwann in die Servicezeiten im Gastro rein, kamen da um 18, 19 Uhr mit unseren Fischkisten, dann, wenn die ersten Gäste schon da saßen. Und das haben wir natürlich irgendwie ein, zwei Mal gemacht. Und dann hat uns der Gastro auf der Seite und gemeint so, ey, Jungs, also bei aller Liebe, aber so funktioniert das nicht. Ihr müsst hier mittags kommen und dann muss ich den Fisch vorbereiten, weil ich muss ihn ja abends zubereiten. Ist natürlich total selbstverständlich, wenn man das jetzt so hört. Aber wir mussten das erstmal so wirklich auch erleben. Und so gab es ein paar Anekdoten, wie wir, ja, wo wir einfach gelernt haben, aber ja, wir waren lernwillig, sage ich mal so. Mega cool. Also wir haben ja auch aus Schule und Studium raus, also wir sind auch mit unglaublich viel Naivität reingegangen. Ja, okay. Also war hilfreich, aber glaube ich manchmal, also haben auch viel Lehrgeld gezahlt. Okay, cool. Cool. Was ist denn für dich, gab es so einen Moment, was so unternehmerisch für dich ein totales Highlight war? Ich glaube, ein ständiges Highlight ist für mich eigentlich, wenn ich Leute mit unseren Produkten erlebe und das erste Mal erlebe, wenn jemand wirklich wieder frische Fische und Meeresfrüchte auf dem Teller hat, den zubereitet, am besten auch noch selber vermeintlich neue Produkte kennenlernt, die eigentlich vor unserer Haustür sozusagen im Meer herkommen, aber keiner kennt sie mehr so richtig, weil alle nur Kabeljau essen. Wenn Leute damit mal wieder das anfassen, das erleben und das zubereiten, es probieren und dann einfach sagen, wow, das schmeckt wirklich anders. Das ist so ein Highlight, was mich total begeistert. Was ich leider zunehmend wenig erlebe, also je größer das Unternehmen wächst, desto weniger ist man ja sozusagen noch immer an vorderster Front dabei und ist eher mit irgendwelchen Behörden und irgendwelchen Verträgen beschäftigt. Aber wenn ich das immer mal wieder erlebe, ist das eine totale Bereicherung für mich. Cool. Und was bedeutet Unternehmertum für dich? Unternehmertum bedeutet für mich, Ideen Wirklichkeit werden lassen. Also eine Idee haben, was ein Bedarf da draußen ist, was Leute wollen, den zu erfüllen und den zu erfüllen, trotz aller Widerstände und Schwierigkeiten, die es da draußen gibt. Und das ja, sich da auch nicht aufzuhalten zu lassen von diesen Schwierigkeiten, die in jedem Fall kommen. Also ich glaube, jeder, der ein Unternehmen mal gegründet, geführt oder geleitet hat, es gibt immer wieder diese Schwierigkeiten und dann, man kann mit denen nicht planen, die kommen immer von irgendwo her und da muss man damit umgehen. Cool. Und was würdest du anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die sich jetzt gerade selbstständig machen wollen? Also ich würde auf jeden Fall, wenn irgendwie möglich, empfehlen, ein Team zu gründen. Das hat uns wirklich durch viel getragen, dass wir bei vielen Ups und Downs uns da auch irgendwie gegenseitig stützen konnten und auch irgendwie ein Sparring-Partner füreinander sein konnten. Das ist schon mal das Erste, was ich sagen würde.
Und das andere wäre wirklich auch genau zu überlegen, wen man einstellt und wen auch nicht. Also es ist, ich meine, klar, der Arbeitsmarkt ist ziemlich heiß. Es ist nicht immer einfach, gute Leute zu bekommen. Aber ich glaube, diese altkluge Satz von irgendwie hire slow, fire fast sozusagen, ja, das ist tatsächlich ein Thema, würde ich sagen. Gerade in kleinen Unternehmen, man ist nur so gut wie das Team, das man da zusammenstellt. Und das ist enorm wichtig. Wo wollten ihr in 3 Jahren sein? Als Unternehmen meinst du, wo wir stehen wollen? Also wir wollen auf jeden Fall unseren Vertriebsradius sozusagen ausdehnen. Wir sind im Moment, haben einen starken Schwerpunkt auf Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin. Wir können schon deutschlandweit beliefern, aber das ist noch unser Schwerpunkt. Und da vor allem die Gastronomie. Und in 3 Jahren stelle ich mir auf jeden Fall vor, dass wir weitere Teile Deutschlands besser versorgen, aber vor allem auch immer mehr an die EndverbraucherInnen da draußen rankommen. Und deswegen, wir haben schon 2 Outlets für Direktvertrieb sozusagen, eins in Hamburg, eins in Berlin, aber das noch weiter auszurollen und mehr an die Leute noch ranzukommen, das würde ich mir vorstellen. Mega cool. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.